Und wir wollen jetzt Parteien die Aufmerksamkeit widmen, die sonst eben nicht so viele Aufmerksamkeit bekommen, die Splitterparteien. Davon gibt es einige, 30 insgesamt bei den drei Landtagswahlen. Und Professor Probst wird die Parteien jetzt für uns einordnen. Wir haben das Ganze gebündelt, quasi in drei unterschiedliche Themenbereiche. Und wir beginnen mit den Parteien, die sich eher so am rechten Rand des Parteienspektrums bewegen. Und fangen an mit der Allianz für Fortschritt und Aufbruch. Das ist die Alpha, eine Partei, die sich abgespalten hat von der AfD, von Herrn Lucke gegründet, die aber nicht im Ansatz so viel Erfolg hat wie die AfD momentan. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Na, Herr Lucke, mit der Alpha sind ja mit sehr viel Hoffnung gestartet und haben geglaubt, dass sie nach dem Niedergang der AfD, wir dürfen ja nicht vergessen, vor etwas mehr als 10 Monaten haben wir von dem Niedergang der AfD geredet, als der Laden auseinanderflog und Lucke dann die Partei verlassen hat mit einigen Mitstreitern wie Olaf Henkel und anderen. Er hatte gehofft, dass er mit einem softeren Programm, also mit einem weichgespülten Programm, doch die Wählerinnen und Wähler erreicht, die eher bürgerlich-konservativ, rechtskonservativ sind. Das ist ihm bisher nicht gelungen. Offensichtlich gibt es doch mehr Wähler, die klare Kante à la AfD wünschen und die diese weichgespülte Variante, die Herr Lucke vertritt, doch nicht so attraktiv finden, wie er sich das vielleicht erhofft hat. Es ist ja so, dass die Alpha-Partei auf der einen Seite eine moderatere Position in der Zuwanderungspolitik vertritt. Man ist nicht grundsätzlich gegen Zuwanderung, man ist aber für Moderation beim Asylrecht. Auf der anderen Seite ist die Alpha wieder sehr viel stärker auf das Ursprungsthema, mit dem Herr Lucke ja angetreten ist, in der AfD zurückgekommen, nämlich Europapolitik, Europolitik. Man kritisiert nach wie vor hier die Hilfspakete für Griechenland. Man ist hier für einen anderen Kurs in der Rettungspolitik, auch für einen kleineren Euroraum. Also eher so die Kernthemen, mit denen die AfD mal groß geworden ist, die stehen jetzt wieder stärker im Zentrum bei Alpha. Die ziehen aber einfach gerade in der Flüchtlingskrise nicht so. Nein, die Alpha steht einfach im Schatten der AfD. Die AfD mit Frauke Petry und Herrn Gauland und anderen dramatisiert viel mehr, spitzt sehr viel mehr zu und trifft damit den Nerv von Teilen der Wähler, die entweder solche starken rechtskonservativen, rechtsnationalistischen Positionen haben. Da ist so etwas, was Herr Lucke vertritt, der Wirtschaftsprofessor, das ist da weniger attraktiv. Also es gibt einen Teil einfach von Wählerschaft, die wollen klare Kante, so wie Frauke Petry und Herr Gauland das vertreten. Kommen wir zur nächsten Partei, Arminius, Bund des deutschen Volkes, eine Partei, die ebenfalls sich im eher rechten Spektrum befindet und die Russlanddeutschen eine politische Heimat geben möchte. Wie genau soll das aussehen? Ja, da fallen so Begriffe im Programm wie Volksliebe, Pflege der deutschen Sprache. Man will sich auch hier, sollen keine Fremdwörter benutzt werden. Die Familie soll im Zentrum stehen. Nun ist es ja interessant, dass sich hier sozusagen eine Partei bemerkbar macht, die vor allen Dingen Russlanddeutsche versucht anzusprechen. Wir hatten ja vor kurzem erst die Auseinandersetzung um das angeblich die vergewaltigte junge, das vergewaltigte junge Mädchen von einem Flüchtling oder von Flüchtlingen sogar. Das ging ja bis zum russischen Außenminister, hat zu einigen Verwicklungen geführt. Das heißt, hier artikuliert sich ein bestimmtes Spektrum von Menschen, die als Russlanddeutsche sich in dieser Zuwanderergesellschaft offensichtlich nicht mehr wohlfühlen, die sich bedroht fühlen, vor allen Dingen durch den Islam oder durch Zuwanderer aus dem islamischen Raum. Dabei sind es ja selber größtenteils Zuwanderer. Also sozusagen, sie haben auch eine Ausgrenzungserfahrung häufig in Deutschland gemacht. Aber dennoch, sie suchen offensichtlich ein Forum oder eine Partei, um sich bemerkbar zu machen. Die Erfolgsaussichten sind natürlich wie bei vielen anderen Splitterparteien mehr als gering. Eher gering. Kommen wir zur nächsten Partei, Bündnis C, Christen für Deutschland. Das ist eine christlich-fundamentalistische Partei, die unter anderem für ein komplettes Verbot von Abtreibungen ist. Wofür steht die sonst noch? Ja, einigen Zuschauern ist wahrscheinlich noch die Partei Bibeltreuer Christen, so hieß sie, bekannt. Also man kann die Partei hier in einem ähnlichen Spektrum verorten. Also der Rückgriff auf christliche Werte steht im Zentrum der Partei. Man möchte, also Bündnis für Christen, der Name sagt es ja schon, man möchte eine Erziehung im Sinne der Bibel
Auch hier geht es eher um klassische, traditionelle deutsche Werte. Man ist vor allem gegen Abtreibung. Das ist so ein zentraler Punkt, der die Partei bewegt. Und ja, auch hier ist es natürlich so, dass sie, wie gesagt, eigentlich relativ wenig Resonanz findet. Wie sehr am rechten Rand ist diese Partei? Ja, das ist immer schwer zu sagen bei Parteien, die so einen unverdächtigen Namen haben. Ja. Also man weiß ja nicht so genau, was dahinter steht. Also ich würde sie schon aufgrund dieser Werte, dieses Wertekonservatismus, den sie repräsentiert, würde ich sie eher an den rechten Rand des Parteienspektrums rücken. Aber man soll natürlich vorsichtig sein in der Etikettierung auch solcher Gruppierungen, die eigentlich keine große Rolle spielen. Kommen wir jetzt zu einer Partei, die den meisten Zuschauern wahrscheinlich eher bekannt ist, die NPD. Die hatte in Sachsen-Anhalt bei der letzten Wahl immerhin 4,6%, wäre also damit fast in den Landtag gekommen. Jetzt hat sie wahrscheinlich aufgrund des Auftretens der AfD weniger, oder? Ja, sie hat ja sogar sich angeboten, zur Wahl der AfD aufzurufen. Offensichtlich fühlt sie sich in den Positionen, die von der AfD vertreten wird, durchaus repräsentiert. Bitter für die AfD. Bitter für die AfD. Damit wird die AfD ja auch hin und wieder konfrontiert. Man muss natürlich zur NPD sagen, sie ist mit die älteste deutsche rechtsextreme Partei. Das unterscheidet sie vielleicht auch von der AfD. Ich selber bin immer dafür, hier zu differenzieren. Es gibt sicherlich Positionen, die ähnlich sind zwischen AfD und der NPD. Aber die NPD ist eine klar rechtsextremistische Partei, die außerhalb der Verfassung steht. Sie will ein anderes System, sie will die parlamentarische Demokratie abschaffen. Es ist also eine Antisystempartei. Die AfD, die spielt vielleicht auch am rechten Rand, aber sie ist keine Antisystempartei. Sie hält sich schon an die Regeln des Parlamentarismus und es gibt auch unterschiedliche Strömungen in der AfD. Deshalb sollte man sie nicht leichtfertig auch mit diesem Etikett des Rechtsextremismus versehen. Das wollte ich Sie gerade fragen. Ist es zulässig, wenn Politiker das jetzt momentan im Wahlkampf öfter machen? Ja, zulässig ist in der politischen Auseinandersetzung viel. Ob es sinnvoll ist, ist die Frage. Ich persönlich halte das nicht für sehr klug und für sinnvoll. Das gibt der AfD nur den Status zu sagen, seht ihr mal, die wollen uns in diese Ecke stellen, obwohl wir doch gar nicht so sind. Die AfD versucht sich ja auch durchaus in einigen Bereichen, wenn man sich zum Beispiel den Wahlkampf in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz ansieht, eher bürgerlich Bieder zu geben, also gar nicht so sehr als die Radau-Brüder aufzutreten. Insofern, wie gesagt, halte ich diese Unterscheidung zwischen rechtspopulistisch, das ist die AfD in großen Teilen, oder rechtsextrem, wie bei der NPD, halte ich für wichtig. Zumal man ja auch die NPD vielleicht auch verniedlichen könnte, wenn man sie eben mit Rechtspopulisten vergleicht und verharmlost. Auch das ist ein Punkt. Bei der NPD vielleicht noch, das Verbotsverfahren vom Bundesverfassungsgericht läuft ja gegenwärtig gerade. Wir wissen nicht, wie das ausgeht. De facto spielt ja die NPD eigentlich kaum noch eine Rolle. Die letzte Landtag, wo sie vertreten ist, ist Mecklenburg-Vorpommern. Sie war in Sachsen zweimal in den Landtagen vertreten. Also in Ostdeutschland hat sie schon einen Resonanzboden. Man kann davon ausgehen, dass ein Teil dieser Wählerschaft jetzt durch die AfD aufgesogen wird. Aber die NPD erzielt immer wieder auch Wahlergebnisse um die 2,2%, auch in Sachsen-Anhalt. Also insofern, die Partei ist schon in gewisser Weise auch ernst zu nehmen. Kommen wir noch mal schnell zur Partei Die Rechte. Die ist gegründet worden, weil die DVU aufgelöst worden ist. Gibt es da Unterschiede zur NPD oder vielleicht auch zu den Republikanern? Die können wir direkt mal gleich dahinter mit ins Boot nehmen. Ja, wir haben hier so eine ganze Gruppe von Parteien wie die Republikaner, die Rechte, die häufig ganz ähnliche Positionen haben. Also die Unterscheidung fällt einem gar nicht so einfach. Es geht in der Regel immer um die Begrenzung der Zuwanderung. Es geht darum, die Grenzen zu schließen. Es geht darum, den Islam aus Deutschland rauszuhalten. Es geht um die Reinheit des deutschen Volkes. Bei den Republikanern muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil die sind auch häufig eher rechtskonservativ, aber nicht unbedingt rechtsextrem, waren übrigens in Baden-Württemberg bereits mit über 10% 1992 mal im Landtag vertreten. Also beunruhigend. Ja, also diese Parteien, auch in Berliner Abgeordnetenhaus 1989, geht lange zurück. Aber man sieht, solche Parteien können auch mal aus einer Situation, wo sie relativ wenig Zuspruch finden, nur so um 1-2% sind, können sie in bestimmten Situationen mit einmal auch hochschießen und können durchaus auch beachtliche Wahlergebnisse erzielen. Wir wollen uns jetzt lieber den Parteien am rechten Rand abwenden und mit den Parteien mit ökologisch-pazifistischem und humanistischem Hintergrund zuwenden. Zum Beispiel der Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz.
Tier- und Naturschutz. Ist klar, was diese Partei möchte. Hat sie noch irgendwelche anderen Ziele? Darauf konzentriert sich die Programmatik dieser Partei. Es gibt viele Menschen, die den Tierschutz sehr schätzen. Und man sollte das auch gar nicht kleinreden. Das ist durchaus ernst zu nehmen. Die Tierschutzpartei hat hin und wieder bei Wahlen auch durchaus kleine Achtungserfolge erzielt, weil es einen Teil der Menschen gibt, die sagen, das ist uns so wichtig, ist ein so wichtiges Anliegen, dass wir die Tiere auch verteidigen, also denen wir viel zumuten und viel antun, dass solche Parteien dann auch immer mal Wähler finden, die sagen, egal, ob diese Partei Aussichten darauf hat, irgendeinen Einfluss zu nehmen, ich wähle die trotzdem. Was diese Partei besonders bewegt, ist die Massentierhaltung. Das ist ja auch ein Problem, das erfahren wir tagtäglich, auch als Verbraucher. Und auf der anderen Seite ist es der Tierschutz im engeren Sinne. Aber sie kümmern sich auch um den Naturschutz, sind zum Beispiel für regenerative Energien. Also sozusagen, das ist so ein Potpourri aus Tierschutz gegen Massentierhaltung und für erneuerbare Energien. Das macht eigentlich den Kern dieser Partei aus. Die nächste Partei, eine eher humanistische Partei, ist die Partei Die Einheit, die sich um Aussiedler und Migranten kümmern möchte. Wie genau möchte sie das? Ja, die Einheit ist ein interessantes Phänomen. Der Name repräsentiert das schon ein bisschen. Also man ist sozusagen für die Aufnahme der Flüchtlinge in die Mitte der Gesellschaft. Man ist, wenn man so will, für eine Willkommenskultur. Man möchte aber gleichzeitig den Flüchtlingen auch etwas abverlangen. Also es soll eine Verpflichtung zu Integrationskursen geben. Flüchtlinge sollen sich auch beteiligen, sollen also sozusagen nicht einfach nur hierher kommen und dann sich innerhalb der Sozialsysteme bewegen. Insofern ist die Einheit eine Partei, die Angebote an die Flüchtlinge mit auch Verpflichtungen an die Flüchtlinge versucht zu verbinden. Schauen wir auf die Freien Bürger Mitteldeutschland, die treten nur in Sachsen-Anhalt an, und die Freien Wähler, die treten in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt an. Was verbindet diese beiden Parteien? Ja, wir kennen die Freien Wähler ja aus vielen Kommunalwahlen, wo sie zum Teil ja erhebliche Erfolge erzielen. Auch in Bayern sind die Freien Wähler ja im Landtag vertreten. 2,3% in Rheinland-Pfalz. Ja, der ganz große Durchbruch ist den Freien Wählern nie gelungen. Also der Versuch, sich auf Bundesebene auszudehnen, ist nie gelungen. Aber so bei Landtagswahlen und Kommunalwahlen können diese Freien Wähler durchaus auch Erfolge erzielen. Nun, da geht es häufig um Bürgerbeteiligung. Das ist ein ganz zentrales Anliegen. Zum Teil will man dann die Direktwahl der Ministerpräsidenten durchsetzen. Es geht um den Ausbau der Elemente der direkten Demokratie. Das sind also häufig Kernthemen, ja. Und dann natürlich Kommunalpolitik, also konkrete Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu bearbeiten. Die nächste Partei hat einen besonders wohlklingenden Namen, einen schön klingenden Namen, Menschliche Welt für das Wohl und das Glücklichsein. Wie genau soll das erreicht werden? Ja, das ist in der Tat wäre schön, ja, wenn das klappen würde, dann wären alle Menschen vielleicht glücklich. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Nun, diese Partei tritt dafür ein, dass wir eine friedliche, pazifistische Welt haben, dass die Fluchtursachen bekämpft werden. Also ein durchaus humanes Anliegen, etwas utopisch, wenn man so will. Aber ja, ich glaube, diejenigen, die diese Partei gegründet haben, wissen auch, dass sie damit sicherlich nicht die große Menge an Wählern umwerben werden. Mhm. Aber es ist der Versuch, so einen etwas anderen Zungenschlag in die Wahl zu bringen, indem man sich, wie gesagt, besonders auf den Pazifismus in einer Welt, in der die Kriege uns umgeben, konzentriert. Mhm. Diese Partei ist relativ jung, eine etwas ältere, traditionsreichere Partei ist die ÖDP, die es aber auch nie so richtig auf die große Bühne geschafft hat. Ja, die ÖDP ist ja eine Gründung eines der ehemaligen Gründungsmitglieder der Grünen gewesen, nämlich von Herrn Gruhl, der mal aus der CDU kam und der die Grünen mitgegründet hat. Er war dann aber enttäuscht, nachdem die Grünen sich eher so in eine linke Richtung in ihren Anfängen entwickelt haben. Und er hat dann die ÖDP mitgegründet, also ökologisch-demokratische Partei. Nun, der Name sagt schon, hier geht es um zwei Elemente, die miteinander verbunden werden sollen. Ökologie, also Leben im Einklang mit der Natur, ganz zentral für die ÖDP. Auf der anderen Seite aber auch Demokratie, mehr Bürgerbeteiligung, mehr
Möglichkeiten für die Bürger, sich in politische Entscheidungen einzubringen. Das sind eigentlich die beiden stark verbindenden Elemente in der Programmatik der ÖDP. Hat auch durchaus bei einigen Wahlen immer mal so im Bereich von 1,5% Stimmen gewinnen können. Immerhin, die Tierschutzpartei wird wahrscheinlich nicht so viele Stimmen bekommen, oder? Nein, das ist ähnlich wie bei der Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz. Ist im Grunde ein ganz ähnliches Phänomen. Auch da geht es um Massentierhaltung, um Naturschutz, um die Naturschutzbelange, Erhalt der natürlichen Grundlagen und um den gegen die Massentierhaltung. Ja. Also da sind die Positionsunterschiede, die sind so gering, dass man die eigentlich gar nicht weiter kommentieren muss. Leider schnell weiterkommen, ja. Und zwar zur Piratenpartei, die ja mittlerweile quasi in die Bedeutungslosigkeit versunken ist. Kann man das so sagen? Ja, kann man sagen. Reihenweise sind inzwischen führende Mitglieder aus der Piratenpartei ausgetreten, sind zum Teil zu anderen Parteien gegangen, zur FDP oder auch zu den Grünen, zur Linkspartei. Also die zerbröselt geradezu die Piratenpartei und ist ja immerhin in 4 Landtagen vertreten, ja immer noch. Das ist das erstaunliche Phänomen. Aber sie hatte halt ihre Zeit, aber sie hat aus dieser Chance, die sie damals hatte, eigentlich nichts gemacht. Mhm. Sie ist gescheitert an ihren inneren Widersprüchen. Sie hat es nicht geschafft, Leute nach vorne zu bringen, die auch in der Öffentlichkeit dann eine Ausstrahlung in größere Teile der Gesellschaft hätten erreichen können, sondern man hat immer versucht, sozusagen zu verhindern, dass Einzelne sich nach vorne bewegen können. Also insofern ist die Piratenpartei, denke ich, auch hauptsächlich an sich selbst gescheitert. Das könnte man so sagen, ja. Kommen wir zur Bürgerrechtsbewegung Solidarität, kurz BÜSO. Die hat mit der Deutschen Kommunistischen Partei, DKP, wahrscheinlich gar nichts gemeinsam, oder? Ja, das ist so eine sehr ominöse Partei oder Bewegung. Sie tritt ja ein für eine Veränderung der Weltwirtschaftsordnung. Das ganze Bankensystem soll umgebaut werden. Und dann geht es auch immer um Austritt Deutschlands aus der NATO und aus der EU. Also das ist so eine sehr mysteriöse Bewegung und Partei, wo man nicht so genau weiß, wer dahinter steckt. Darüber wird immer mal wieder spekuliert. Daran will ich mich jetzt nicht beteiligen. Mhm. Aber letzten Endes auch eine vernachlässigbare Organisation. Mhm. Schauen wir auf den dritten Weg, eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird und rechtsextrem ist. Ja, eine Partei. Dazu muss ich sagen, wir sind mittlerweile bei der Restgruppe Exoten, linke Parteien und Spaßparteien. Die ist jetzt aber trotzdem da reingerutscht. Ja, das ist auch ein schwieriges Phänomen. Also weil sie auf der einen Seite will sie für einen deutschen Sozialismus, also sozusagen der Begriff Sozialismus taucht auf. Aber mit dem Begriff deutscher Sozialismus macht sie natürlich klar, in welcher Tradition sie steht. Also Nationalsozialismus. Das merkt man auch daran, dass auch sie sie ist gegen die Amerikaner, sie betrachtet sozusagen Deutschland als eine Gründung, als eine amerikanische Kolonie, gegründet von Amerika, deshalb Austritt aus der NATO, aus der EU und sie will die Verstaatlichung bestimmter Industriebereiche. Also eine Partei, die wir auch eigentlich eher in dieses Töpfchen mit den Parteien am rechten Rand hätten werfen müssen. Mhm. Ist aber definitiv auch ein Exot und darum in dieser Gruppe richtig ein Exot ist auch ein bisschen die Partei, weil sie eigentlich eine Spaßpartei ist, ausschließlich, oder? Sie ist eine Spaßpartei, deshalb wurde auch schon mal darüber diskutiert, ob man ihr nicht den Charakter als Partei aberkannt. Ja. Aber sie ist mit einem Abgeordneten, mit Martin Sonneborn, im Europaparlament vertreten. Immerhin. Das schafft nicht jeder. Es gab ja keine 5% und auch keine 3%-Hürde bei der Europawahl. Ja, es ist eine reine Spaßpartei. Sie will im Grunde die Politik veröken. Bier für alle war mal eine der Parolen der Spaßpartei in Baden-Württemberg. Will man einen Ministerpräsidenten für Baden und einen für Schwaben? Also sozusagen, das sind alles so typische Parolen, mit denen man spielt. Ja. Ja. Die Magdeburger Gartenpartei nennt sich auch die Dunkelgrün. Haben die ausschließlich grüne Themen? Ja, sie haben halt ein starkes grünes Thema und das ist, wie der Name sagt, das sind die Parks und die Gartenanlagen. Sehr interessant, es gibt ja so eine Bewegung in Deutschland, Gardening, also man gründet in den Städten, in den Parkanlagen kleine Gärten, man baut dort Gemüse an, eine Art Selbstverpflegungsidylle, wenn man so will. Und irgendwie greift diese Magdeburger Gartenpartei offensichtlich an diesen Impuls an. Mhm. Also da steht schon im Zentrum. Aber sie haben auch, ähnlich wie die Tierschutzpartei, haben sie durchaus Forderungen zur artgerechten Tierhaltung und auch gegen Massentierhaltung. Mhm. Als letzte Partei auf unserer Liste haben wir die Stadtpartei, die Unabhängigen. Was können Sie uns dazu sagen? Ja, die Stadtpartei gab es ja mal in Hamburg, war dort auch mal in den 90er Jahren
vertreten in der hamburgischen Bürgerschaft. Das hier ist jetzt sozusagen ein neues Phänomen, also eine Partei, die zum Beispiel fordert, dass mehr Lehrpersonal an den Schulen eingestellt wird. Also Bildung ist ein zentrales und wichtiges Thema. Und dann dabei stolpert man dann aber doch immer wieder über wirklich exotische Forderungen, zum Beispiel, dass ein verpflichtender Schachunterricht in der Grundschule eingeführt wird. Da holt man erstmal ein bisschen Atem, wenn man das liest. Nun, Schach ist ein interessantes Spiel, spricht nichts dagegen, dass Schüler auch Schach spielen lernen. Aber das als verpflichtendes Schulfach einzulernen, ist natürlich Nonsens. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir so richtig auf die DKP noch mal gekommen Nein, waren. Sind wir noch nicht. Sind wir noch nicht. Ich hatte das gerade kurz erwähnt. Nachfolger der KPD fordert einen revolutionären Umsturz und möchte keine Reform. Ja, ein Teil der DKP ist ja dann in die Linkspartei gegangen, aber es ist ein Rest übrig geblieben, den die Linkspartei zu konservativ oder zu wenig kommunistisch war. Die haben sich dann weiter in der Deutschen Kommunistischen Partei organisiert, also eher am linken, linksextremistischen Rand unseres Parteiensystems, ist halt ähnlich wie die NPD auf der rechten Seite eine der ältesten linksextremistischen Parteien in der Bundesrepublik, spielt eigentlich keine große Rolle mehr, obwohl sie in einigen Kommunalwahlen, auch jetzt in Hessen habe ich gesehen, wir hatten gerade Kommunalwahlen in Hessen, durchaus hier und da kleinere Erfolge erzielen kann. Wir haben jetzt alle Parteien durch. Ich glaube, wir haben relativ viele Dinge erfahren, die wir bisher noch nicht wussten. Zum Beispiel. Manche wusste ich vorher auch nicht. Wir mussten uns beide einlesen, das muss man dazu wirklich sagen. Jetzt stellt man sich doch die Frage, warum treten alle diese Parteien an, obwohl sie doch wissen, sie haben eigentlich keine Aussicht auf Erfolg. Ja, ist eine interessante Frage. Bei einigen Parteien, wie gesagt, der Piratenpartei kann man ja noch davon ausgehen, die hatten mal eine Erfolgsgeschichte, hatten eine Erfolgsserie und hoffen, dass das irgendwann wiederkommt. Bei Alpha ist es vielleicht ähnlich. Herr Lucke hofft auch immer noch mal wieder ganz groß rauszukommen, auch wenn das nicht sehr wahrscheinlich ist. Aber viele dieser Parteien müssen nach dem Parteiengesetz sowieso in regelmäßigen Abständen bei einer Bundestags- oder Landtagswahl antreten. Das schreibt das Parteiengesetz vor, weil sie sonst ihren Status als Partei verlieren. Und an diesem Status als Partei hängt einiges. Da hängen Steuerfragen dran. Also wenn Sie zum Beispiel spenden für eine Partei, können Sie das steuerlich absetzen. Ja. Also insofern ist es wichtig, diesen Status immer wieder aufrechtzuerhalten, indem man regelmäßig an Wahlen teilnimmt, zumindest innerhalb eines Zeitraums von 6 Jahren. Und zum anderen können wir auch feststellen, es gibt einen wachsenden Teil von Wählerinnen und Wählern, die möchten auch unverfälscht so eine Partei wählen, zum Beispiel bei der Tierschutzpartei. Es gibt einfach Tierschützer, die sagen, ich möchte meine Stimme einer Partei geben, die sich konsequent, vorbehaltlos für den Tierschutz einsetzt. Und ich verschenke lieber meine Stimme, als sie einer anderen Partei zu geben, auch wenn ich weiß, dass sie erfolglos ist. Also insofern ist das durchaus ein bestimmtes Kalkül. Ja. Das sind dann wahrscheinlich auch Idealisten, die das machen. Sind auch häufig Idealisten, genau. Professor Probst, ganz herzlichen Dank für diese sehr, sehr ausführlichen Informationen. Ja, liebe Zuschauer, das war unsere Sendung für heute, für jetzt um 17.30 Uhr. Gibt es wieder aktuelle Informationen? Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wir haben Sie umfassend informiert. Am Sonntag ist dann hier ab 16 Uhr die große Wahlsendung bei Phoenix. Erstmal vielen Dank und auf Wiedersehen.